Neue Abzeichen. Mercy. Der schreit. Das ist ja nicht normal. Habt ihr das gerade gehört? Ich mach einmal ganz kurz Hugo nach. Digga, ich kann euch jetzt was aus dem Nähkästchen erzählen, weil das unterstreicht einfach nur, was für ein Ficker Ronaldo ist, weil mir das gerade mit Messi. Ich war ja gestern mit Mustafa unterwegs, der hat mal Cristiano Ronaldo die Haare geschnitten. Wisst ihr, was er mir erzählt hat? Er hat mir erzählt, dass ganz viele Profis, bei denen er so die Haare schneidet, viele sind auf Insta, viele chillen ihr Leben, machen, gucken sich Stories an, hier, snap nochmal da, snap nach da. Wisst ihr, was Cristiano Ronaldo gemacht hat, während Mustafa seine Haare geschnitten hat? Wisst ihr das? Buch gelesen? Nein. Damals war er noch bei Juventus. Kleiner Funfact, Pjanic kann Deutsch, warum auch immer. Hat er mir auch erzählt, war ich auch ein bisschen baff. Bestimmt ganze Game Review? Nein. Mit ihm geredet? Nee. Ja, auch, ja. Ne? Nee. Er hat sich ein Atemtraining angeguckt. Er hat sich angeguckt, wie er seine Atmung irgendwie, keine Ahnung, wie er effektiver atmet. Das hat er sich angeguckt. Mit fucking 35 Jahren. Während jemand ihm seine Haare geschnitten hat. Und das, meine lieben Freunde, ist mein Goat. Morexo, Sucuk mit Eis, Dipanovic und Ekru, danke für die Subs. So. Und das ist es nämlich. Und das ist es. Ach Leute. Pjanic ist aus Luxemburg, Edi, deshalb kann er Deutsch. Ja, das hat er mir auch erzählt, ich wusste es nicht. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I don't die, I'ma fight, I go down.